Es war schön, nach 3 Jahren wieder nach Namibia zu kommen. Und mit dieser Campsite am Fluss hatten wir Glück. Denn wir durften sie mit Erdhörnchen teilen. Die sind wirklich zu putzig und ich kann stundenlang zuschauen, wie sie auf Futtersuche gehen und umherwetzen. Und sie essen nicht nur unsere Nüsse, sondern auch sehr gesundes Grünzeugs. Nach dieser netten Polizeikontrolle geht es weiter über den Okavango. Die Siedlungen an dieser Straße dem Fluss entlang gefallen uns. Sie sind alle ähnlich aufgebaut und haben jeweils einen Strohzaun rund um die Gebäude einer Familie. Die werden nicht nur von den Menschen, sondern auch von den jeweiligen Haustieren genutzt. Der Caprivi-Streifen zieht sich in die Länge. Und schon lauert eine weitere Straßenkontrolle. Wir fahren hinter dem Viehtransport her und werden, wie er, höflich auf die Seite gewunken. Wir fragen uns, was sie wohl diesmal alles kontrollieren möchten. Bei unserem Vordermann scheint es ein Rundum-Check ums ganze Fahrzeug zu sein. Bei uns werden die Lichter geprüft. Mit den oberen Scheinwerfern ist der Polizist nicht ganz so happy. Sie könnten in der Nacht blenden. Peter erklärt, dass wir diese Lichter nur im Dunkeln auf den freien Standplätzen benötigen. Mit dem Versprechen, sie am Tag nicht zu nutzen, werden wir entlassen. Mega nett. Und jetzt geht's auf zu der Gästefarm Kamref. Wir sind gespannt, was die Besitzerin Marianne uns zu erzählen hat. You're the owner of the farm Kamref, and how did it start? How did you get owner of that big farm? It started with an ostrich farm and a small restaurant, and afterwards we changed it to a guest house or a guest farm. Afterwards. And your grandfather, he built the farm? He started from scratch here. Yeah. Yeah, 1928. My grandfather, he came to Angola with a ship when he was only 17 years old, and my grandmother, she was part of the Dorsland trek, and she was born in Angola. Your daily routine here on the farm, your personal daily routine, what is your task more or less every day? It's a food program. You have to organize a lot. All around the farm, what farm does ask for organization, working people, working with the staff together, working with my guests. And I love working with people from all over the world because you learn from them and they do learn from you. And how big is your farm? 2,000 hectares. On your farm you have cattle? Yes, and horses. And a lot of game. Game, yeah. Mm-hmm. Around you have a huge fence, I think, around your farm. Yes. So you control it all the time? Yes, you have to do it. And fix it. And you have to do it. Because it's part of a border fencing. You have to control your cattle that they are always on your farmland. And when there's some of your cattle leaving, you have to get them back. And from your neighbor's side, when some of their cattle are on your farmland, you must control and give it back to them. How many employees do you have? Four. Four. They are more or less permanent. They are permanent staff, yeah. Yes. And they work for the guest house or for the farm or for both? All over. Yeah. And they were born here, the two ladies. The men, they came from Bambuland, but the two ladies are part of our family. Yeah. Yes. So you feel that there is your family, yes, too? Yes, yes. And so what would you like most in your life here on the farm?
that our family can keep it and the guests from the outside can enjoy a real Namibian farm and farm life, and my children and grandchild afterwards can enjoy the freedom of farmland with including nature and a lot of animals and whatever. Thank you very much for that interview and for Thank you. The openness. And I hope we see each other again. Es war schön bei Marianne, eine charmante Lady, die zudem sehr gut kocht. Die Waterberge locken uns. Das ist ein Naturschutzgebiet auf und rund um eine riesige Hochplateau-Landschaft. Wir freuen uns, mal wieder etwas zu laufen und die Welt von oben anschauen zu können. Es hat sich gelohnt. Wirklich spektakulär der Blick.